So dynamisch wird nicht jedes Stück sein. Das hat damit zu tun, dass wir den ganzen Tag geübt haben und zum ersten Mal, nun wirklich zum ersten Mal, das Stück von vorne bis zu Ende ohne Unterbrechung von unserem Dirigenten gesungen haben. Leute, das motiviert. Herzlich willkommen zum Konzert heute Abend. Und schön, dass Sie sich Zeit genommen haben in der Zwischenzeit. Und Sie gönnen sich nun wirklich was Gutes. Sie haben sich hübsch gemacht. Ich erkenne manche bekannte Gesichter, Freunde und auch Verwandte. Wir freuen uns. Wir freuen uns als Chor. Es freuen sich auch die Musiker da vorne. Die sind nicht alle. Diana, ich sehe dich zum ersten Mal heute. Wie schön, du bist wieder da. Ganz toll. Könnt ihr vielleicht aufstehen kurz? Dann sehen wir euch alle vier. Ja, nur ganz kurz. Ihr werdet heute viel leisten. Es freut sich auch unser langjähriger Freund, Pastor Arne Kavol. Er kann es nicht ohne Chor. Er hat schon Russisch gelernt zu lachen und da macht er wirklich ganz tolle, aber auch zu weinen. Ja, der macht eine ganz tolle Arbeit am Chor, im Chor, jede Zeit, wenn wir irgendwo zusammen sind, dann kommt er mit und bietet Zeit der Stille, dass man einfach zur Ruhe kommt mit ihm ins Gebet und das tut uns alle gut. Ja, es freut sich auch unser lieber Chefdirigent Oleg Gerhardt, Ihnen viel Gutes zu bieten. Wir freuen uns, Oleg, dass wir dich haben und das ist ein Geschenk, mit dir zu arbeiten. Und so richten wir diesen Konzert im Namen des Vaters, Sohnes und des Heiligen Geistes aus. Amen. Wisst ihr, es war herausfordernd für uns, den heutigen Tag zu gestalten. Denn morgen ist in Deutschland ein ganz trauriger Tag, Totensonntag. Und ich liebe es, dass viele Kirchen, Gemeinden, überhaupt Menschen es als Ewigkeitssonntag bekennen, nennen und so leben, ein wenig mit einer Perspektive nach vorne. Und doch Traurigkeit und Hoffnung sind wir zwei Brüder, eine Familie oder zwei Arme am Körper der Wirklichkeit. Und wir müssen aufpassen, dass die Hoffnung die Trauer nicht einfach so wegwischt. Und auch andersrum steht vielleicht unsere Trauer der Hoffnung im Weg. So nehmen wir uns Zeit, einmal heute Abend mit Weinenden zu weinen. Und wir singen drei Stücke und zwei davon gehören dem grandiosen Requiem von Wolfgang Amadeus Mozart. Dies, die Reihe, übersetzt Tag des Zorns und Lacrimosa, allen gut bekannt als Tal der Tränen. Und diese Episode schließt ein Chorstück mit Musik von Michail Ivanovich Glinka, ein russischem Komponisten, der weltliche Musik geschrieben hat. Und aber diese Melodie wurde von Ivan Michailowitsch Skirda aufgenommen und er hat eine ganz tolle Übersetzung, einen Text geliefert und wir singen diese Stücke. Und interessanterweise, wir werden in beiden Sprachen singen. Also einmal Russisch, wir haben es heute schon Ihnen aufgezeigt, wir haben es drauf, vielleicht besser sogar als Deutsch. Und wir haben aber auch deutsche Werke. Und diese drei Stücke, die erklingen jetzt in der russischen Sprache. Wir haben viel Programm extra vorbereitet für unsere Freunde aus der Ukraine, aus Russland und sonst für die russisch sprechende Mitbürger und Freunde. Yeah.
Schön, dass Sie mit uns diese Spannung ausgehalten haben. Es ist gar nicht so einfach, mit Weinenden einmal zu weinen. Und ich möchte diesen Satz von vorhin wiederholen. Wir nehmen uns bewusst heute Zeit, mit Weinenden zu weinen, aber auch im Wissen und im Glauben, dass es einen Wechsel gibt, dass es ein Wechsel möglich ist. Und schon nächsten Sonntag, das werden wir, ja, das merken wir schon jetzt, es beginnt das neue Kirchenjahr-Kalender oder Kalenderjahr, Kirchenkalenderjahr und damit der erste Advent. Und es beginnt mit viel Licht und manche von uns können es kaum aushalten. Es muss schon jetzt Licht. Bei mir zu Hause sind auch etliche Stellen schön beleuchtet. Ja, wir wollen es einfach schneller dahin kommen. Lasst uns bitte aber festhalten, es gibt Hoffnung, ja. Es gibt Gerechtigkeit, ja. Und es gibt Lösungen. Manchmal schon jetzt, aber ja, sehr oft erst in der Ewigkeit bei Gott. Und so haben wir uns im Chor gefragt, wer singt für die, die nicht mehr hoffen können? Wer singt für die, die nichts mehr haben, die nichts besitzen, die alles verloren haben? Vielleicht ihre Liebsten dieses Jahr. Vielleicht die Heimat. Und viele andere Dinge. Vor circa 6 Wochen bin ich in der Ukraine gewesen und konnte in viele müde, kaputte, mit Tränen gefüllten Augen schauen, mit ihnen weinen und mit ihnen beten. Vor 3 Jahren waren wir mit dem Chor, mit dieser Truppe von 80 Personen, glaube ich, oder so, oder 60, ja, da haben Sie, sind Sie. Da waren wir in Israel. Und jetzt ist das eine andere Welt. Und wir durften dort mit unseren Konzerten vielen tausenden Menschen wirklich eine Freude machen. Wir haben von Hoffnung, von dem Schöpfer, von dem guten Schöpfer gesungen. Und heute ist es besonders wichtig, dass wir es bezeugen. Wir stehen an ihrer Seite und möchten Hoffnung mehren. Auch mit unserem Konzert, mit den Aussagen der Stücke. Und wir singen jetzt 3 weitere Stücke und möchten in unserem zweiten Block eine Atmosphäre voller Hoffnung erzeugen. Und es beginnt mit einem hübschen jüdischen, mit einem Stück, eine hübsche jüdische Melodie, mache die Tore hoch, und der Text kommt aus dem Psalm 24. Ja, König David oder David, der später zum König wurde, hat dann diesen Psalm geschrieben. Und es geht darum, dass jetzt die Bundeslade in Israel zur Stadttor gebracht wurde und das war zu klein. Und dann haben sie gerufen, hey, weg damit, mach die Toren auf, ja, Fenster auf, Toren hoch, wie auch immer. Es muss Platz sein. Und so sieht es auch mit der Hoffnung aus. Wenn die Hoffnung kommt, die braucht Platz, das füllt uns aus. Platz in unseren Herzen und Häusern. Das 2. Stück, Bethlehems Krippe. Eine wunderschöne Vertonung von einem relativ bekannten oder auch unbekannten Komponisten, Johann Baptist Hilber. Und er hat dieses Stück komponiert vor vielen Jahren. Und wir schließen diese Episode dann mit dem Stück Er ist Jehova. Ein sehr sportlich getaktetes Stück. Das wird Ihnen Freude machen. Uns auch. Thank you.
sind leibliche Schwestern. Das ist einmal die Anita mit der Geige. Und sie, ja, Anita, komm einmal. Ja, genau. Und Miriam. Beide sind glücklich verheiratet, deswegen, ich weiß nur, dass sie geborene Wolf sind. Ganz toll, Dankeschön für eure Musik. Und jetzt hören wir mal hinein, Put it slow, von unserer lieben Angelina Belousov. Es ist ein, ja, wir experimentieren ein bisschen, ein Novum bei uns im Chor und deswegen freuen wir uns auf deinen Beitrag. Warten. Tue ich das nicht ein ganzes Leben lang? Bin ich klein, kann ich es gar nicht abwarten, endlich alt und groß genug zu sein. Dann warte ich auf den Führerschein, die Abschlussprüfung, die Zusage für den Arbeitsplatz, den Studiengang. Ich warte auf einen Partner, das erste, zweite, dritte Kind. Ich warte auf das Haus, das Grundstück, den lang ersehnten Urlaub. Ich warte, bis die Kinder endlich brav und groß sind. Ich warte, bis die Summe auf meinem Konto mich zufrieden stimmt. Ich warte auf das Ende des Tages, das Ende der Woche, das Ende des Jahres. Und manchmal warte ich einfach auf irgendeine Veränderung. Ja, warten tue ich ganz schön viel. Ich glaube sogar, ich habe doch ständig etwas vor meinen Augen, das ich erreichen oder haben will. Mittendrin fange ich wieder von vorne an und stelle fest, es hindert mich, dieses Warten. Es versperrt mir die Sicht, ja, ich höre Gottes Stimme nicht. Wo bleibt sie denn, die Erfüllung meiner Sehnsüchte, Wünsche und Bestrebungen? So warte ich, bis Gott mir mit mächtigen Worten zuspricht. Wenn du wartest, dann warte darauf, dass der Tag des Herrn kommt. Wir erwarten einen neuen Himmel, eine neue Erde, wie sie uns Gott versprochen hat. Du Herz, erschrecke nicht. Glaub an Gott, glaub an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu dir gesagt, ich gehe hin, dir die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, dir die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und dich zu mir nehmen, damit du da bist, wo ich bin. Ich werde beim Herrn sein, alle Zeit. Es ist nicht einfach unbeschreiblich, so unfassbar und unvergänglich gut, auf etwas zu warten, über dessen Eintritt ich mir sicher sein kann. So fängt mein Warten auf Jesus ganz leise an. Dort in der Stille, wo ich einfach sein kann. Nichts tun, nichts leisten, nicht Rede, nicht Antwort stehen, zur Ruhe kommen, den Gedanken freien Lauf lassen darf. Keine Geräusche, Stimmen, Bilder, die auf mich einprasseln und das nicht 5 Minuten, sondern eine Zeit lang. Nur Jesus und ich. Da will er mir begegnen, mir Mut und Stärke geben. Mein Warten fängt in der Beziehung zum Vater an. So liegt meine Ruhe im Stillesein und Vertrauen. Meine Kraft in dem Blick, dass mein Jesus mich abholen wird und bis dahin seine Zusage, warte heute auf mich, gilt. Jesus hat mich mal gefragt, woher kannst du wissen, auf wen du wartest, wenn du ihn in deinem bisherigen Leben kaum kanntest? Erkenne deinen Retter und belass es nicht dabei. Geh raus, du kennst ihn doch, du bist frei. Du fragst, was Gottes Wille in deiner Wartezeit ist? Dass dein Leben, deine Beziehungen und Fragen, deine Worte und Taten sich um ihn drehen. Er kommt wieder und er möchte dich gebrauchen, Menschen zu ihm zu bringen und denen zu dienen, die sich verlaufen. Nicht für deine Bedürfnisse, für sein Reich. Ich höre, wie er zu meinem Herzen spricht. Verschwende deine Gedanken nicht. Warte auf das, was wirklich eintritt. Warte auf mich. Thank you.
nämlich ukrainisch und all das hat uns die liebe Eva beigebracht. Vielen Dank. Ja, und das Stück heißt Kalatka. Und Kalatka, das ist ein rituales Lied und meistens wird es auch zu Weihnachten gesungen. Das ist nicht nur in der Ukraine weit verbreitet, obwohl die Wurzeln daher kommen. Und das ist im slawischen Raum sehr wohl bekannt. Und ich glaube, dass manche Ältere von uns, die noch in der Sowjetunion groß geworden sind, die haben da mitgemacht und Kalatka gesungen. Das war wohl damals der Schlager. Ja. Es wird langsam weihnachtlich, auch in unserem Programm, das haben Sie schon wohl gemerkt. Und bevor wir an die beliebtesten Weihnachtslieder kommen, die jetzt in einem Weihnachtsmedley zusammengefasst worden sind, das sind verschiedene Stücke, verschiedene Melodien, Weihnachtslieder aus England und aus Deutschland und aus Frankreich und aus Holland, aus dem Böhmischen, aus der Ecke. All das wurde mit viel Kreativität zusammengefasst und daraus ist ein Medley geworden. Das hören wir uns später an. Aber jetzt, wie gesagt, wir experimentieren weiter. Wir wollen gemeinsam bei Begleitung der Gemeindeband miteinander ein Lied singen und danach kommt ein wunderbarer Angel Choral, Emmanuel und eben das Weihnachtsmedley. Und danach freuen wir uns auf das Wort zum Sonntag von Arno Kavol. Solange Ben sich dir vornein findet, füge ich ein paar Takte, dass es heute eine besondere Veranstaltung, weil auf dieser Bühne jetzt sind drei Generationen vertreten. Eltern, wir und unsere Kinder. Es ist wahrscheinlich nicht jeden Tag sowas möglich. Aber ich richte einfach jetzt an dieser Stelle, nehme ich mir an diese Frechheit an, für alle Gäste, die heute gekommen sind, bevor wir jetzt gemeinsam singen und dazu aufstehen werden, ihr müsst Parktickets nicht bezahlen, sondern ihr könnt eure Parktickets da vorne im Männergarderobe entwerten und dementsprechend kostenlos rausfahren. Und für das Lied, das wir gemeinsam singen wollen, lade ich euch ganz herzlich aufzustehen. Groß und wunderbar sind deine Werke.
Nein.
waren verloren und gebrochen, doch ein Wort von dir gesprochen und wir sind dir nah, und wir sind dir nah. Herr, du hörst unser Flehen und befreist von den Sünden der Vergangenheit, der Vergangenheit. Du bist mit uns, immer mit uns. Diese Welt, in der wir leben, ist voll Schmerz und voll Leiden, doch wir trauen auf dich, doch wir trauen auf dich. Herr, du liebst, schenkst Erlösung, du vergibst, bist die Hoffnung. Herr, wir beten an, Herr, wir beten an. Thank you.
Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Euch ist der Retter geboren. Weihnachtsbotschaft hat dein Herz erreicht heute Abend. Und wir sind eingestimmt auf ein großartiges Weihnachtsfest. Aber wir feiern auf der anderen Seite morgen Ewigkeitssonntag. Wie passt Freude zusammen mit Ewigkeit? Vieles haben wir heute Abend gehört, gesungen. Ein großartiger Chor. Ich bin jedes Mal tief berührt, nicht nur begeistert. Denn man spürt, Gottes Heiliger Geist ist mitten unter uns. Er wirkt, er redet, er handelt durch wunderbare Menschen, die sich gebrauchen lassen mit ihrer Stimme, mit ihren Gaben. Welch ein Geschenk, wenn Gott selber uns einstimmt auf dieses großartige Fest. Und manchmal meinen wir, Weihnachten habe doch gar keine Bedeutung mehr. Was bedeutet dir Weihnachten? Denk einmal drüber nach. Ich hoffe, du weißt, dass der erste Advent nicht mehr kommt. Er kam, Jesus kam, das ist der erste Advent. Er kam in diese Welt, um Menschen Rettung zu bringen. Davon haben wir den ganzen Abend gehört. Er kam, das ist der erste Advent. Und auf den zweiten Advent warten wir. Der zweite Advent heißt, er wird wiederkommen. Und auch das hat immer wieder in den Liedern angeklungen, auch heute Abend. Er wird wiederkommen. Und auf ihn wollen wir uns einstellen. Morgen früh in der Verkündigung möchte ich euch einladen, wiederzukommen um 10 Uhr zum Gottesdienst. Weitblick zu haben. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir wieder neu entdecken. Unser Herr kommt. Die Herren dieser Welt gehen, aber unser Herr kommt. Jesus kommt wieder. Morgen früh ein wenig mehr in der Verkündigung. Jesus schenkt uns den Durchblick für unsere Zeit und wir dürfen von ihm lernen, bis er seine Zusagen auch in unserem persönlichen Leben erfüllt, warten zu können. Herzlich willkommen morgen früh. Vielleicht hat sich der ein oder andere schon gewundert, was da draußen alles liegt. Weihnachten ist ein Fest der großen Freude. Gott hat uns die größte Freude gemacht, indem er seinen Sohn uns gab. Wir möchten anderen Menschen eine Freude machen. Wir wissen um viele Menschen in Brasilien, die leiden, die keine Rente bekommen, die große Not haben. Und darum liegen dort draußen ganz viele wunderschöne Sachen, von alle von meiner Frau genäht, alles Unikate. Und damit, wenn du etwas kaufst, heute oder morgen, unterstützt du Menschen in Brasilien, die in großer Not sind. Freude bereiten ist ja geplant für Weihnachten. Geschenke zu haben, das größte Geschenk, hoffe ich, gehst du heute Abend mit diesem größten Geschenk nach Hause, weil du sagst, er kam in mein Leben. Was mich am Anfang erschütterte, ich weiß nicht, ob euch das auch so ging, aber als wir den Zorn Gottes gesungen bekamen, hat dich das erschüttert? Diese Welt ist verrückt geworden. Wir wissen nicht mehr weiter. Wir stehen vor riesigen Umbrüchen. Und je mehr ich die Situation mir anschaue, desto mehr erwarte ich den kommenden Herrn, den zweiten Advent, er wird kommen. Und in dieser Situation, sagt Jesus ein Wort, sagte er damals seinen Jüngern. Ein Wort, über das wir nachdenken wollen, ganz kurz. Euer Herz erschrecke nicht. Wann hast du dich das letzte Mal erschreckt? Vielleicht jetzt eben, als ich hierher kam. Es gibt ein heiliges Erschrecken und ich wünsche uns das wieder. So nahe kann Jesus uns kommen. Und er kann auch jetzt sagen, deine Zeit ist hier abgelaufen. Ewigkeit beginnt. Erschreckt es dich? Euer Herz erschrecke nicht. Ich weiß nicht, wie viel Schrecken du hast in deinem Herzen, wenn du daran denkst, Jesus, der König aller Könige, der Herr aller Herren, wird wiederkommen, wird dir begegnen. Hast du Angst vor ihm? Und darum sagt Jesus damals schon seinen Mitarbeitern, den Jüngern, euer Herz erschrecke nicht. Warum nicht? Glaubt an Gott und glaubt an mich. Das ist das Geheimnis gegen alle Angst in dieser Welt, dass wir neu wieder es lernen, diesem Herrn und Gott, dem Vater Jesu Christi, zu vertrauen. Und Jesus sagt, ich bin der Weg zum Vater. Ihr braucht mich, glaubt an mich und ihr werdet gerettet werden.
Euer Herz erschrecke nicht. So viel Schrecksekunden in unserem Leben. Ich kann mich an eine Situation ergeben. Ich habe mich wahnsinnig erschrocken. Einer meiner Söhne sprang kurz vor ein Auto. Ich konnte ihn im letzten Augenblick wegreißen. Man erschrickt sich furchtbar. Und auf einmal wird man dankbar, dass der Junge nicht unter die Räder kam. Ich weiß nicht, wann hast du ein heiliges Erschrecken bekommen? So bin ich. Und Jesus sagt, du kannst mir vertrauen. Ich habe alles für dich getan. Und wenn wir nun an Weihnachten denken, an dieses großartige Fest, dann wurden wir eingestimmt heute Abend. Ich weiß nicht, ob du die Texte alle gelesen hast. Ich weiß nicht, ob dich ein Wort berührt hat davon. Aber ich wünschte uns eins, dass diese Worte nicht nur in unseren Kopf kommen, sondern in unser Herz. Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott, glaubt an mich, vertraut mir. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Ist eine dort für dich? Ja? Bist du dir dessen gewiss? Weißt du, dass Jesus für dich einen Platz bereit hat in der Herrlichkeit, im Himmel? Das musst du wissen. Du weißt doch auch, wo du zu Hause bist, oder nicht? Hast du einen Wohnplatz hier? Das weißt du. Und genauso musst du es wissen, ob du einen Platz in Gottes Herrlichkeit hast. Es wäre schrecklich, du würdest nach Hause gehen und du hättest kein ewiges Zuhause. All unsere Häuser, ich weiß nicht, wer ist von euch viele Male umgezogen, ich mindestens 15 Mal in meinem Leben, immer wieder in neuen Wohnungen gewesen. Und wir haben hier festgestellt, wir haben hier keine bleibende Stadt. Wir sind unterwegs, unser Leben ist ein ständiges Unterwegssein. Und wie großartig ist das, wenn wir endlich nach Hause kommen. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen, für dich auch eine bereit. Ich bin in vielen Wohnungen gewesen, ich darf viel unterwegs sein und ich habe viele hübsche, wunderschöne Wohnungen gesehen. Aber das alles ist noch nichts gegenüber dem, was in Gottes Herrlichkeit sein wird. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Und er hat eine Wohnung bereitet, über die wir nur staunen. Die schönste Fantasie deines Lebens wird nicht ausreichen, um all die Schönheit, die Gott für uns bereithält, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört, was in keines Menschenherz gekommen, das hält Gott denen bereit, die ihn lieben. Und weil er dich liebt, öffnet er seine Herrlichkeit für dich. Der einzige Weg aber, um zu Gott dem Vater zu kommen, ist Jesus. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, sagt er. Und darum sagt er, glaube an mich. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Der hat eine Wohnung bei Gott, dem Vater. Der darf in einer tiefen Gewissheit in diesem Leben unterwegs sein, zu wissen, egal ob es einen Super-GAU gibt, wir wissen es nicht. Ich werde bei dem Herrn sein, alle Zeit. Und darum sagt Jesus, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott, glaubt an mich, ich habe eine Wohnung bereitet. Und dann wird er sagen, ich komme wieder. Ich weiß nicht, wann der letzte Blitz war, den du gesehen hast. Aber Jesus sagt, er wird so kommen wie der Blitz am Himmel. Peng! Und dann wird er da sein. Und dann wirst du erschrocken sein. Oder wirst du sagen, er ist es. Ich glaube ihm. Er ist Herr dieser Welt. Er wird wiederkommen, das hat er gesagt. Und so wahr ich hier stehe, er wird kommen. Wann, wissen wir nicht. Aber es ist wichtig, einen Weitblick zu haben. Morgen ein wenig mehr darüber zu erfahren. Aber wie entscheidend ist für dich, dass du nicht mehr erschrecken musst, wenn er kommt, sondern du weißt, er hat mir meine Schuld vergeben. Er hat sein Leben für mich gelassen, damit ich Frieden habe. Frieden mit Gott. Und dort, wo Frieden in deinem Herzen mit Gott ist, kann Friede in diese Welt getragen werden. Jeder, der Jesus vertraut, darf ein Friedensbote in dieser Welt sein. Denn dazu feiern wir auch Advent und Weihnachten, dass die, die Frieden im Herzen haben, den Frieden in diese Welt hineintragen. Denn dort, wo
wo der Friede Gottes in einem Herzen wächst, zunimmt und sich ausbreiten kann durch dich und durch mich, dann wird in dieser deiner und meiner Welt Friede sein. So lädt er uns ein heute Abend. Komm, öffne dein Herz, damit Friede wird in dir. Und wenn der Friede Gottes in dein Herz kommt, dann auf einmal merkst du, du wirst ganz ruhig. Hat er nicht gesagt, kommt her zu mir, dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Heute Abend darfst du vielleicht zu Hause deine Knie beugen oder hier zurückbleiben und sagen, ich habe noch keinen Frieden mit Gott. Ich habe Angst, wenn ich an die Zukunft denke. Ich brauche jemanden, der mit mir in meine Zukunft geht. Da ist einer, der auf dich wartet, der sagte, ich will dein Herz mit meinem Frieden erfüllen. Amen. Thank you.
Wir haben vorgenommen, jetzt um Frieden zu beten, und wir werden zu viert um den Frieden Gott bitten für diese Welt, für unterschiedliche Länder. Ihr werdet das jetzt gleich hören, und ich möchte euch alle bitten, aufzustehen, darin auch zu zeigen, wir rufen zu ihm um Frieden für diese Welt. Vater, danke, dass du mein Vater im Himmel bist. Und wir bitten dich für die furchtbare Not der Geflüchteten im Gazastreifen. Du siehst das Leid und die Not. Schaffe Raum zur Versorgung, zur Hilfe. Öffne eine Tür in die Zukunft für diese vielen leidtragenden Menschen. So beten wir für die vielen Millionen Flüchtlinge weltweit. Hilf ihnen, einen Raum der Geborgenheit zu finden. Du hörst die Schreie und die Angst von ihnen und auch von denen, die um deines Namens willen verfolgt werden. Steh du diesen allen Menschen bei in ihrer großen Not. Jesus, du bist der Friedenfürst. Komme und richte dein Reich auf. Schaffe Frieden in unserer Welt. Herr, komme bald. Amen. Wir beten für die Ukraine. Vater im Himmel, du kennst dieses vom Krieg und von Leid geplagtes Volk. Du kennst die vielen Trauernden, Verwundeten und Vertriebenen. Verändere du die Not, das Leid, den Schmerz. Schaff Raum, um im Frieden zu leben zu können. Erbarme dich über die vielen leidtragenden Familien in der Ukraine und auch in Russland. Hilf du die vielen ukrainischen Flüchtlingen in ihrem Land und außerhalb ihres Landes Schutz und Bewahrung zu erleben. Gib den Verantwortlichen Weisheit, richtige Schritte, die zum Wohl des Landes und des Volkes dienen, dies zu gehen. Schaff Frieden im ukrainischen Volk und in Russland. Herr, erbarme dich. Amen. Amen. Wir beten für Israel. Vater im Himmel, wir bitten dich für dein geplagtes Volk, ein Volk voller Leid und Angst, von Feinden umringt und täglich in großer Gefahr. Behüte dein Volk Israel, segne dein Volk. Gib den Verantwortlichen Weisheit, richtige Entscheidungen zu treffen. Schenk Gnade zur baldigen Befreiung der Geiseln und tröste die vielen Trauernden und lass sie bei dir Schutz, Hilfe und Trost finden. Herr unser Gott, du Gott Israels, erbarme dich über dein Volk und schaff Frieden. Shalom, Friede über Israel und über alle Juden der ganzen Welt. Amen. Amen. Vater im Himmel, in so vielen Familien herrscht Krieg, Unverständnis, Hass und Gewalt. Erbarm dich über das Leid in unseren Familien und schaff du Frieden gerade in diesen Advents- und Weihnachtstagen. Schaff Frieden in den Ehen, lehre die Paare wieder, den anderen höher zu achten, einander zu vergeben, den anderen zu lieben. Vater, du kennst jeden unter uns, auch die, Herr, die noch keinen Frieden im Herzen haben. Vater, du kennst die Kranken, die Trauernden, die Verzweifelten auch in unserer Mitte. Deine Liebe gilt ihnen ganz besonders und du willst ihnen Frieden schenken. Wir beten um Frieden für unser Volk und Land, für alle, die Verantwortung tragen. Lehre du die Einzelnen wieder nach dir zu fragen und erbarme dich über jeden in unserer Mitte und über unser Volk und Land und über diese ganze Welt. Wir rufen zu dir, Vater im Himmel, Herr, erbarme dich.
Liebe Zuhörer, ich möchte mich persönlich bei euch für Ihr Kommen, für das Geschenk der Aufmerksamkeit, für angenommene Einladung bedanken. Es hat uns Freude gemacht, für euch zu singen über unseren Herrn, über unser Leben, über unser Warten, über die Hoffnung, die in uns ist, und Freude. Wir möchten diesen Abend mit einem Lied abschließen eines amerikanischen Komponisten, weil alles, was wir erreicht und in diesem Leben haben, ist nicht unseres. Es ist dem Herrn. Und so heißt es auch das nächste Lied, Soli Deo Gloria. Nur ihm allein gebührt der Dank. Nur ihm allein gebührt die Ehre. Und das ist unser Geschenk an euch für heutigen Abend. Nicht uns, dem Herrn allein gebührt die Ehre. Wir werden gemeinsam mit unserem Band das Stück aufführen. Und ich lade euch auch an dieser Stelle, schließe ich mich Arno ein, zum Morgengottesdienst. Dort werden wir auch einige Berichte über Israel, darüber, was wir in Israel erlebt haben, auch euch geben. Erzählen, wie jetzt momentan ist. Und wir freuen uns auf euch. Vielen Dank, dass ihr da wart. Thank you.
Vielen Dank. Ich gehe davon aus, dass die Mühe nicht umsonst war und ihr nicht umsonst gekommen seid. Das freut uns sehr. Und wenn ihr mögt, dann schenken wir euch ein letztes Lied. Mit diesem Lied haben wir, wenn ihr mögt, mit diesem Lied haben wir sehr viele Herzen in Israel gewonnen. Es war ein Lied, ein Motto für uns, warum wir dahin geflogen sind. Auch im Flugzeug durften wir ausnahmsweise, sie haben uns nicht getraut und sie wussten nicht, wer wir sind, aber wir durften bei der Landung dieses Lied anstimmen. Und das ganze Bodenpersonal hat gesagt, wir verstehen nicht, wer seid ihr. Ihr seid ganz anders. Wir hatten viele Schwierigkeiten, auch im Flughafen. Wir hatten Schwierigkeiten auch im Flugzeug. Es war, eine Schwester wurde schlecht geworden. Aber als wir uns präsentiert haben als Christen, so kam nachher selbst der Pilot und sagte, vielen Dank, dass ich euch fliegen durfte. Wir hatten viele, viele Begegnungen mit Holocaust-Überlebenden und mit diesem Lied haben wir eigentlich unsere Mission zusammengefasst. Das Lied heißt Oseh Shalom. Der Friede, den du schaffst in der Höhe, schaffe diesen Frieden in unseren Herzen. Oseh Shalom. Solo singt Irina Schulz. Thank you.
Vielen Dank. Wir wünschen euch gesegnete Fahrt. Und wir danken ganz herzlich unserer Gemeinde für die Beherbergung unserer Sänger. Deshalb bitte ich auch gleich die Sänger hier zu bleiben, auch die Gemeindemitglieder, die unsere Sänger zur Übernachtung aufnehmen werden und verteilt sind, kurz nach vorne kommen, damit wir dann alle zu euch schicken und keiner dann eben draußen schlafen muss. Weil morgen planen wir einen gemeinsamen Gottesdienst um 10 Uhr. Gott segne euch, Gott behüte euch, bleiben Sie gesund.